Red G Studios. Name, Orte und Geschichten in Son sind Fiktion. Die Verbindungen mit Leuten oder Orten sind nicht beabsichtigt. South of Nowhere oder kurz Son. So ist der Name dieses Horrorspiels. Ich habe es schon in meinem Top 10 Horror Games 2019 Video vorgestellt. Es hatte damals diesen VHS-Look. Ich glaube, im Originalspiel haben wir das nicht. Aber Son zeichnet sich halt aus, dass es halt nicht so ein Jumpscare-Horror ist, sondern es baut halt extrem auf Atmosphäre aus. Und die Entwickler sagen selbst, man soll sehr, sehr gut sich alles anschauen, denn die wahre Geschichte liegt wohl in den Details. Und im Allgemeinen ist es wohl ziemlich kurz. Ich bin gespannt, wie kurz. Ich habe was von 40 bis einer Minuten bis einer Stunde gehört. Wir werden es sehen. Wir springen einfach mal rein. Es gibt auch verschiedene Enden und ich glaube Storylines. Und die Frage ist natürlich, heißt es durch Zufall Son auch wie Sohn? Müssen wir jemanden finden? Geht es um unseren Sohn? Ich meine sowas gelesen zu haben oder erzählt zu haben damals in dem Video, also in dem Top 10 Video, wo ich das Spiel vorgestellt habe. Und wir gucken erstmal. Okay. Left 3 zum zu sprinten. Ich glaube, das ist relativ Standard. Es ist übrigens ein PlayStation 4 exklusives Spiel. Von der Grafik her sieht es jetzt nicht so geil aus. Wir haben zwar hier anscheinend ein paar Nordlichter. Okay. Und es ist mitten in der Nacht. Und wir werden einfach so hier reingeworfen. Ohne Intro, ohne alles. Im Moment wirkt es wie so ein Game-Yard-Spiel. Okay, sprinten will ich aber nicht. Ich will mich erst ein bisschen in meiner Welt umsehen. Gut, es ist Schnee, es sind Nordlichter. Wir sind also vermutlich am Nordpol. Südpol wäre unwahrscheinlich. Ich gehe mal ganz kurz in den Wald reingucken. Ob es hier irgendwas gibt. Da hinten habe ich aber schon ein Lichtlein gesehen. Ein Licht am Ende des Tunnels. Und mal gucken, was da auf uns wartet. Was da so einladend blinkt. Ist ein Gotteshaus, so wie es aussieht. Okay, es geht direkt los hier. Was steht da? Sorry. Es tut mir leid. Tja, da steht alles Kopf, nicht wahr? Hier sind ein paar Zeitungsberichte. Kann man da lesen, was da steht? Meet Barbaras oder sowas? Oh. Ich vermisse dich. Miss auf so Mannequins geschrieben. Können wir die irgendwie umschubsen? Und das gute Sofa im Hintergrund, dass sich die Mannequins auch quasi draufsetzen können. Es wirkt momentan in der Tat wie eines der billigsten Game World-Spiele. Ich bin gespannt, ob sich das noch ändert. Vergebung. Oder vergib mir. Noch eine Leiche. Die sieht aber sehr klein aus. Im Verhältnis zu uns und den Lampen. Eine Kinderleiche? Okay. Also wenn es jetzt so weitergeht, dann frage ich mich, warum dieses Spiel so gehypt wurde. Aber wir gucken einfach mal weiter. Ich lasse mich jetzt nicht irgendwie durch den Style negativ beeinflussen. Da hinten leuchtet auch was. Ach, das war dieser Hinweis. Gut. Ich guck mal, wo es weitergeht. Ob es hier rechts lang geht. Ich glaube, da führt ein Weg runter. Und ich wieder Controller-Action, Controller-Action. Es sind sehr, sehr große Bäume. Da unten ist definitiv ein Licht. Lassen wir uns vom Licht leiten. Ich gucke mich mal eben um, ob es uns irgendwelche Hinweise gibt oder irgendwas. Nö. Wir haben auch keine Schrittgeräusche oder so. Wir schweben wie ein Geist durch die eisige Kälte. L2 to interact. So. Ist L2? L2. Ah ja. Benutze den linken Knopf und den rechten Knopf, um zwischen den Kanälen zu switchen. Und den Runterknopf, um das Walkie-Talkie an- und auszuschalten. My flame, who are you? You, my friend, truly are on the cusp of being alive or dead.
habe ich ja gar nicht gesehen. Try to blame her, you. You, my friend, truly are on the cusp of being alive or dead. It did not have to be like this. Auf Kanal 1 haben wir nur Rauschen. But, hey, it is what it is, right? Or is this more of a nightmare than a dream? Try to blame noch her, eine Leiche. You. Warum sehe ich die jetzt erst? Wir machen es mal aus. Ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, was er gesagt hat. Irgendwas mit alive or dead. Cola-Dosen und Kreuze. Und zwei weitere Leichen. Okay. PlayStation-exklusives Spiel, ne? Nicht Free Game Yold oder so. Kostet, glaube ich, um die 18 Euro. Huch! Ja? Haben wir eine Taschenlampe? Warte mal, der zeigt nach da. Aha. Auf diese Felsen? Können wir da hoch? Das, sind das Blutspuren? Sind die vielleicht da runtergefallen? Die Leichen? Also es sind definitiv Blutspuren hier im Schnee. So, als ob die hier wieder runtergefallen sind oder so. Hm. Okay, ich gehe mal weiter. Danke, Geistergestalt. Vielleicht ist es auch irgendwie noch ein Traum oder sowas, in dem wir uns befinden. Ich habe auch das Gefühl, das Spiel wird immer dunkler. Was wird da noch? Nichts. Okay. Ist hier irgendwas? Ein Stein. Ich habe einen Stein gefunden. Hier sind irgendwelche Zeichen im Schnee. Was steht denn da? Ich kann es nicht lesen. Können wir hier hingehen? Ich hätte wirklich gerne eine Taschenlampe. Spiel. Nein, hier geht's nicht weiter. Gehen wir mal den Hauptpfad entlang. Ich habe keine Ahnung, ob das vielleicht sogar nur ein Walking-Simulator ist. Wir lassen uns mal überraschen. Zwei Wege. Rot oder weiß. Wir gehen mal hier gucken. Als erstes. Da blinkt auch was. Mit Soundeffekten wurde nicht gespart. Oh, hallo. Da ist wieder ein großes Skelett und ein kleines. Wenn ich jetzt, ich mach mal nochmal das Walkie-Talkie an. Das ist immer noch dasselbe. Dasselbe Scheißgelaber. Okay, es sind irgendwie immer zwei Tote. Es sind immer zwei. Ein rotes Licht. Vielleicht ein Vater und ein Sohn, die sich irgendwie in den Bergen verirrt haben. Und es tut ihm leid. Es tut ihm vielleicht leid, dass er den Sohn nicht mehr retten konnte. Weil es vielleicht seine Schuld war, dass sie sich verlaufen haben. Also es sieht hier so aus, als ob die Hilfe brauchen. Gebraucht haben. Wenn ich jetzt mal so die Symbolik deuten soll. Okay, wir gehen mal weiter. Vater und Sohn, Son. Im Süden von nirgendwo. Jetzt wird's satanisch hier. Nein. Nein, nein, nein. Familie. Vater, Mutter, Kind, Haus. The kids eat. Die Kinder essen. Wie gesagt, man soll es angucken. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie ducken können. Können wir irgendwie ducken? Wie duckt man normalerweise? Gar nicht. Die Puppe hätte irgendwas in der Hand gehabt. Was haben wir hier? Was steht auf dem Buch? The Lord's Plan. Plans. Die
diese Pläne des Herrn. Babyspielzeug. Schaf. Lauf. Oh, schön, dass ich das jetzt erst sehe. Ich lass mich jetzt nicht hetzen. Lauf. Bisschen krank irgendwie. Wir laufen weiter, aber langsam. Und vor uns ein riesiger Baum. Oder war es doch nur ein Traum? Ich weiß es nicht. Nur kaum. Ein Spielzeughaus, allerdings verschüttet. Und ist das eine Bank? Eine Parkbank? Noch eine. Da kann man auch irgendwie hoch. Ich guck mal, was hier ist. Playground of Dream. Spielplatz des Traumes. Oder Traumspielplatz. Okay. Wir gucken aber erstmal da oben. Von da sind wir hergekommen. Ach, hier war ein Schild? Nee. Gehen wir mal da oben gucken. Da haben wir wieder nur Wald. Okay, da unten sieht es, bei dem Spielplatz sieht es, glaube ich, ziemlich sackgassenmäßig aus. Deswegen gehen wir da als erstes hin. Spielplatz der Träume. Nochmal aufs Walkie-Talkie hören. Halt dein Maul. Ich habe keine Ahnung, was der sagt. Ich verstehe das nicht durch diesen Scheißfilter. Okay. Da steht irgendeine Figur drauf. Da ist was Grünes. Da ist was Rotes. Da ist was Totes. Oh Gott, okay. Irgendeiner hat dann Fable für Müllsäcke. Menschen in Müllsäcke zu packen. Das ist generell immer ein sehr, sehr gern verwendetes oder Leichensack-Symbol irgendwie für irgendwelche schrecklichen Taten. Hier ist wieder das kaputte Haus. Schön Assets kopiert. Playground of Joy oder sowas. Ride the Chicken? Warum nicht? Hunderutsche. Da hinten ist, glaube ich, nichts mehr. Kein Blut. Keine Leichen. Total langweilig. Doch, hier ist irgendwas. So ein Karussell-Dingsbums. Und noch ein Chicken zum Riden. Okay. Das Gute ist, dann kann ich hier ein bisschen lernen, mit dem Controller umzugehen. Da hinten hat es noch grün geleuchtet. Auf jeden Fall sehr verlassen hier. Sehr tot alles. Ich möchte da hoch. Ich möchte da hoch. Dankeschön. Naja, grün ist die Farbe der Hoffnung, wa? Aber unsere Hoffnung endet im Nichts. In einer Sackgasse. Huch! Trophäe halten? VS Forever? Was? Okay, was ist VS? Weil ich in die Ecke gelatscht bin, oder was? Gut, ich glaube, wir müssen da hoch. Da geht's dann weiter.
Siehst du noch Blut? Es könnte Blut sein, es könnte aber auch irgendwelche Reste sein. Es ist ein blutiger, es ist Blut. Ich würde sagen, es ist Blut. Ein blutiger Spielplatz. Gut. Wir gehen mal ein bisschen schneller. Also sind wir nur die Spielsachen. Haben wir uns schon angeguckt. Das war ja echt ein toller Spielplatz hier. Der Playground of Dreams. Träume. Kaputte Träume, definitiv. Was für Träume wir auch immer hatten. Wer auch immer wir auch sind. Oder waren. Riesige Bäume liegen hier rum. Wir folgen einfach mal dem Weg. Da hinten ist ein Baumhaus oder so. Oder ein Hochstand. Wasserturm. Aber hier ist noch ein Gebäude. Okay, ich check mal nochmal das Funkgerät. Okay. Immer noch derselbe Scheiß. Es ist alles echt. Oder real. Das ist wieder ein Kind. Wir sind irgendwie für den Tod eines Kindes verantwortlich. 9.22 Uhr. Und es hat auf jeden Fall Verletzungen am Kopf. Genauso wie die andere Leiche. Verletzungen im Kopf. Vielleicht durch einen Sturz. Wir haben ja gesehen, dass die Leichen quasi durch einen Sturz gestorben sind. Von einer Höhe. Oder so? Da ist der Turm. Da ist jemand drauf. Seht ihr es auch? Der winkt. Hallo! Können wir da hoch? Wenn wir hier hinten gucken. Ich guck mal, ob wir hier die Leiter hochkommen. Ich glaube nicht. Nö. Ist doch so ein Balken vor. Ist nur, damit der Typ winken konnte. Okay, und dann hinten leuchtet sie da. Da rechts nicht noch was? Hier ist wieder Blut. Oder was es ist. Vielleicht ist es einfach nur Flecken in den Texturen, wer weiß. Okay. Das ist wieder ein Ort von besonderem Interesse. Ihr hört es an dem Sound. Zauntor. Mit bestimmten auffälligen Symbolen drin. Oder generell. Achso, zwei. Beide. Und es führt in eine Höhle. Ich guck mal eben. War da hinten noch was? Das ist ein Stock. Ich dachte, da hinten wäre auch noch was gewesen. Durch das Tor schreiten, die Pforte.
erinnert mich ein bisschen an Silent Hill. Also jetzt nicht das echte, sondern Alchemilla. Da gab es auch ein Tor mit so Symbolen. Mit so besonderen. Ich frage mich gerade, wie Schnee unter einer Höhle sein kann. Na gut, der könnte da reingepustet sein. Vielleicht haben die Entwickler aber auch nicht bedacht, dass der Schnee das nicht schneien kann, wo es überdacht ist, in der Regel. Sei denn durch Windverwehung, das kann natürlich sein. Ah, es wird heller. Sehr schön. Vielleicht wird es ja gleich nochmal Tag. Unsere Freude wurde getrübt. Wieder Licht. Das heißt, wir bekommen einen neuen Hinweis auf unsere Situation. Ob wir dadurch schlauer werden? Ich bezweifle es. Was haben wir schon? Nichts. Wir haben nur die Hinweise, an die wir uns klammern können. Um herauszufinden, wo wir sind, was wir sind, wie unsere Vergangenheit ist, unsere Zukunft und vielleicht unsere Aufgabe oder unsere Schuld. Aber ich denke, dieser Weg ist der richtige. Da hinten brennt was. Ein warmes Feuer in dieser Kälte. Vielleicht eine kleine ein kleiner Zufluchtsort. Vielleicht aber auch nur wieder irgendein böses Zeichen. Also wir haben definitiv irgendwas Religiöses wieder drin. Das brennende Satanskreuz. Ja, also klar, Junge. Hier bei Outlast 2 oder was? Scheint ein gefrorener Fluss zu sein. Warum? Es erinnert mich gerade ein bisschen an Colat. Und hier wieder ein Wasserturm. Warum ist mitten im Wald ein Wasserturm? Was für einen Sinn hat das? Können wir auf den wenigstens draufklettern? Da hinten leuchtet es wieder rot. Aber da rechts war auch noch irgendwas. Eine Hütte oder so. Habe ich das richtig gesehen? Ich glaube nicht. Können wir hier hoch? Irgendwie. Nö. Leider nein. Okay. Ist hier noch irgendwas im Wald versteckt? Ich will nur mal eben gucken. Hier geht definitiv der Fluss weiter, den wir gesehen haben. Diesen eingefrorenen Fluss oder was das war. Vielleicht ist aber auch ein Weg. Schwer zu sagen. Ich glaube, es ist einfach der Weg, der weitergeht. Ich erinnere mich auch ein bisschen an I Remember This Dream. Oh. Hallo. Also was auch immer diese Gestalt ist, die beobachtet uns. Schritt und Tritt verfolgt sie. Aber ganz ehrlich, momentan ist das so 2010 Horror Game Yold Horror. Können wir hier hoch? Ja, ich geh mal da rein, ne? In deine Höhle. Guck mal, mit Tür. Es wurden keine Kosten und Mühen gescheut, um hier eine Tür einzubauen. Warte mal. Das ist eine Blutlarche. Larche. Und sie führt genau hier hin. Können wir da rein? Loading. Love me.
Okay, ich muss sagen, bis jetzt ist es halt wirklich wie so ein Gratis-Game. Und auch eins, was ein bisschen älter ist. Ob das noch besser wird? Die Ladezeiten sprechen jedenfalls nicht dafür. Geht's jetzt erst los mit der Ladezeit? Okay, ich glaube, er hat es. Ah. Okay, warum auch immer sind wir jetzt in dieser Höhle. Einfach durch die Tür rein. Kein Ding. Und da liegen hier einfach mal so ein scheiß paar blutige Müllsäcke. Hat der Vorbesitzer wieder nicht weggeräumt. Mensch, ich will mir hier die Höhle angucken. Als potenzieller Mieter und dann sowas. Seine Leichen im Keller hat er auch noch nicht weggeräumt. Ist quasi wie hier so eine virtuelle Geisterbahn gerade. Auf jeden Fall ziemlich... Oh Gott. Okay, da kann ich rein. Locked. Wenn mich jetzt irgendein Scheiß verfolgt oder so... Was hängt denn hier? Okay, ich mag die Geräusche nicht. Komm zu Hause. Ich vermisse dich. Okay. Oh, ich hasse es. Der alte Trick. Oh, ein Key. Dankeschön. Der alte Trick mit der platzenden Glühbirne. Immer wieder dieser Scheiß. Oh Gott. Gut. Was war hier rechts? Es ist zu dunkel. Ich sehe es nicht. Kann er leider nicht rein in den Gang. Okay, dann können wir daher. Was ist hier? Noch mehr Leichensäcke. Wir haben also einige Leichen im Keller. Add 2 to save. Alles klar. Please. Please steht da. Ist spiegelverkehrt. You. You? Please you. Ich bitte dich. Ich flehe dich an, okay? Der Hase. Das ist wirklich ein Standard-Asset. Aber wir speichern mal. Saving. Gut. Schön. Kommen wir in diese Tür rein? Locked. Dann müssen wir in die zweite. Also da, wo wir ursprünglich rein wollten. Vielleicht kriegen wir dann noch einen Schlüssel. Sieht so aus. Die Sounds sind schon übel. Ich weiß nicht, ob ihr mit Kopfhörern hört, aber da ist so viel Bass drin und so. Bitte keine explodierende Glühlampe wieder, das hält mein Herz nicht aus. Oh ja. Nein, 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 nein. Nein. Wir nehmen den Schlüssel. Nein heißt das Nein, wir dürfen da nicht rein.
Nicht oder noch nicht? Jetzt kommen wir auch nicht mehr da rein. Ich hab echt Schiss, zurückzugehen. Man weiß ja nie, was hinter der Ecke lauert. Okay, auf die seltsame, billige Art und Weise, ich speichere mal eben, baut das Spiel gerade heftig Atmosphäre auf bei mir. Ich weiß nicht, ob es auch euch auch so geht, aber bei mir ist das so. Ja, Puppen. Puppen sind immer gruselig. Packt mehr Puppen ins Spiel. Mehr Puppen. Puh, okay. Man möchte halt wirklich eine Taschenlampe haben, weil es so arschdunkel ist. Hat sich da unten das Licht gerade bewegt? Steht da Hello oder Help? Help. Vielleicht brauchen wir wirklich die Hilfe, weil wir irgendwie uns verlaufen haben mit unserem Sohn. Okay, noch mehr Leichensäcke. Die schwingen. Schwingt mal weiter. Hängt hier schön rum. Oh, was war das? Keiner von uns. Okay. Keiner von uns. Dieses Viech hier, oder was? Fernsehen entspannt ja, nicht wahr? Warum nicht? Irgendetwas oder irgendjemand hat hier gehaust. Ein Kind! Wachsmalstifte. Aber es durfte Fernsehen. So grausam war es hier gar nicht. Ich schätze, wir müssen erst wieder einen Schlüssel finden. Gehen wir da weiter. Ich mache nochmal das Walkie-Talkie an, sobald wir hier ein bisschen Ruhe haben. Um zu gucken, ob wir hier irgendwelche weiteren Hinweise kriegen. Kriegen wir gar nichts. Ich glaube, wir gucken zuerst rechts. Das sieht so freundlich aus. Der Raum des Egoismus. Guck mal, da ist die Treppe runtergefallen. Beim Müll wegbringen. Oh Gott. Dankeschön. Dankeschön. Was ich
muss. Da sitzt ein Typ und guckt Fernsehen. Ein Mannequin. Ich. Vergib mir. Hier erstmal die Skelette brennen im Lagerfeuer, ey. Hi Dad. Hallo Papa. Okay. Gibt's hier keinen Schlüssel oder so? Irgendwas, was wir mitnehmen können? Scheinbar nicht. Leider nicht. Oh, ich hasse diese Jumpscares, ey. Ich hasse es einfach nur. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Ich glaube, auf der anderen Seite war noch was. Oh Gott, Gott, Gott. Und hier geht's auch noch weiter, aber hier ist ein Tor. Locked, natürlich. Okay, waren wir da schon? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir folgen dem Blut. Na, schläfst du gut? Ist doch gar keine Tür. Oh, die Sounds sind so laut. Die beste Matratze kostet 199 Euro. Oh Gott. Ah, hallo. Oh, ich muss mal die Schultern entspannen. Mein Gott. Ja, ich komme ja schon. Eine weitere Tür. Jetzt klopf nicht nochmal. Nach unten gerichtete Kreuz. Und hier wird die Müllsäcke. Oh Gott, oh Gott. Wie viele Türen denn noch? Oh, hallo. Hallo. Oh Gott. Gut. 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 Gib ihn mir. Auf dem Rückweg bestimmt, ne? Ich will mal gucken, ob wir von da gekommen sind. Ja, von da sind wir gekommen. Alles klar. Dann geht's hier weiter. Nein, geht's gar nicht. Mit dem Teddy. Einen Topf fallen lassen. Herzeken. War nur die Lampe, wa? Hier sind Betten. Kinderbetten. Wir nehmen Hasi. Warum immer Hasi? Saving. Ach so, Save Point. Genau, warum? Warum Hasi? Der Gang des Warum. Why? Disgusting. Ekelerregend. Home. Wrack. Ungläubig. Betrüger.
nicht. Aber schön Neonschrift. Komm, Daddy. Locked. Okay. Brauch einen Key. Einen weiteren Key. You coming over? Kommst du rüber? Oder vorbei? Ja, ich bring nur den Müll raus. 19 Penn Hills Avenue. Das scheint unsere Adresse zu sein. Kommen wir nach Hause. 19. Da ist ein Schalter. Run. Aber wie kommen wir da rein? Das sind alles nur Fenster. Ich glaube, wir müssen da rein. Hallo. Ach, du schon wieder. Ja. Du bist ein gruseliges Asset. Tee ist fertig. Honey, I'm home. Die Nachbarschaft ist aber ganz schön blutig, du. Die Leichen sind frisch abgegangen. Crawford, 11 Crawford Avenue. Da geht's leider nicht weiter. Okay, ich denke, wir sollen in Haus Nummer 19 rein. Zumindest besagt das der Hinweis. Brooks Martin. Snell Regis Tingner Best Posey Mathis Naylor Lee Parker Muller. Das sind Namen. Namen von Opfern? Da steht so viel Text. Okay, ich versuche mal wieder zurückzugehen in dieses Haus reinzugehen, was unser Zuhause ist. Nummer 19. Sünde! Shame! Hallo? Bitte spank mich nicht. Huh! Sünde! Dankeschön. K Avenue. Hier ist ein Schalter. Was macht dieser Schalter? Vielleicht da hinten war auch noch einer. Da sind wir, glaube ich, hergekommen, ne? Da war auch ein Schalter. Kommen wir da rein? Das
muss noch einen Weg irgendwie in diese Häuser geben. Vielleicht geht es in jeden dieser Häuser. Oh, hier ist jetzt auf. Zumindest erstmal. Ah, da ist der Schlüssel. Okay. Den Schlüssel brauchen wir wahrscheinlich. Was steht hier? Noch mehr Namen. Vielleicht sind jetzt noch andere Gitter auf. Irgendwo am Eingang. Hallo. Da ist definitiv noch zu. Wo hatten wir den Schalter gezogen? War es im Haus Nummer 19? Weil hier ist auch ein Schalter. Da. Ich habe keinen Plan, wie wir da hinkommen. Ich glaube, da geht es nicht weiter. Ich muss mal gucken. Das hat sich definitiv verändert. Warte mal, ich glaube, wir konnten auch noch von hinten irgendwie ins Haus reingucken. Oder gehen, hier. Ach, da ist der Schlüssel. Müssen wir vielleicht einen richtigen Namen finden oder so? Oh, hier, 170, da können wir auch rein. Da waren wir schon drin. Vielleicht ist hier. Ach, hier ist auch ein Schalter. Verstehe. Hat sich hier jetzt vielleicht die Tür geöffnet? Nee, die ist immer noch zu. Haus Nummer 11. Aber hier... Oh, hier kommen wir jetzt rein. Ah, okay. Immer wo es leuchtet, ist es auf. Hallo. Okay, so bewegt es nicht. Oh Gott. TV Party Tonight. Eins. Ein Foto. One. Jetzt leuchtet One. Lauf weg. Mal wieder. Hallo? Treffen wir gut, ne? Okay. Hier ist alles voller Leichtsäcke. Da kommen wir gar nicht rein, so voll ist das hier. Ein kleiner Königsstuhl für einen kleinen König. Gib mir nicht zu wenig. Gib mir nicht zu viel. Comic mit dem Besenstiel. Okay. Der letzte Schalter. Ich wusste es.
Ordne die Zahlen. Ordne die Zahlen. Eins. Elf. 170. 412. 19. Aber ich glaube, der Schlüssel war für weiter draußen, ne? Also wir müssen wieder zurück, meine ich. Genau. Kann der die... Ordne die Zahlen. Wert. Amy, vielleicht eine Prostituierte? Hier, das weinende Smiley, ey. Oh Mann. War sie es wert? Was war sie wert? Sind wir fremdgegangen? Ist ordentlich besoffen? Haben wir sie getötet? Ich wünschte, du wärst ehrlich gewesen. Wieder dieses Monster. Ich wette, hier ist auch locked. Auch locked. Nein, sind nur Leichen. Kein Monster. Ach, da bist du ja wieder. Hallo. Ein Schlüssel und speichern. Ich will erst den Schlüssel. Nicht speichern. Für welches Tor ist es? Locked. Dann für dieses hier. Noch habe ich keine Ordnung in meinem Kopf. Ich weiß nicht, was das Spiel uns sagen möchte. Aber ich muss bemerken, es ist deutlich besser geworden. Guck mal, jetzt so Liebesaugen. Es ist deutlich besser geworden als am Anfang. Es hat nicht mehr so ganz was von Game Yold, es ist schon besser. Teilen. Nummer 10. Ordne die Nummern. Me. Teilen. Können Sie teilen? Können wir hier weiter? Hier ist Ende.
Wir besuchen zuerst Thailand. Party! To you! Happy birthday! Happy birthday! Day to you! Woo. Geht mal zur Seite, Mädels. Techno Warrior. Alles cool gemacht. Happy birthday to you. Dad. Ah, ein Tag auf dem Spielplatz. Smile for me, baby. Okay. You miss me. Du wirst mich vermissen. Das ist eine schöne Geburtstagsparty. So schön. Alle Freunde hängen hier rum. Wir machen Fotos. Oh, hi. Du bist auch da. Alle meine Mannequins sind da. Zum Fest hier. Geburtstagsfest bei McDonald's. Hier die Leiche rutscht in dem Loch rum. Ach, wie schön. Gut. War schön mit euch. Aber den Schlüssel habt ihr nicht für mich, ne? Kein Schlüssel? Kann ich irgendwas machen? Ich will auch mal rutschen. Guck mal, selbst das kleinste Mannequin hat hier seinen Spaß und rutscht. Okay, ich glaube, das war einfach nur for the lulz, ne? Nur zum Spaß hier. Dad. Ein netter kleiner Kindergeburtstag. Party. Nicht gut. Gar nicht gut. Gut, dann gehen wir mal zu mir. Zu mir oder zu dir? Ist hier die Frage. Ja, ist ja gut. Alles klar. Liebe Gemeinde, vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Erinnere dich. Wir können. Wrong, wrong, wrong. Falsch, falsch, falsch. Oh, die Zahlen. Der Größe nachsortieren. 1 11 hat man definitiv. 26, keine Ahnung. 51 26 170. Ey, was weiß ich? Okay, wir müssen hier die Zahl. Okay. Wrong. Was? One ist falsch? Wrong. Ordne sie der Größe nach. Aber 11 war richtig. 51? Zwölf.
112. 170. Oh, 170 ist richtig. Okay. 412. 1. 1. Die Reihenfolge, die wir vielleicht durchsucht haben. 412. Ein Glück lassen die hier eigentlich ganz im Kalten stehen. So. Schwierig, hier den richtigen Triggerpoint zu finden, um die Sachen aufzunehmen. So, wie komme ich nach Hause? Wo war die Tür? Ich weiß es nicht mehr. Happy Birthday to you, Marmelade im Schuh. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Aprikose in der Hose. Happy Birthday to me. Hilf mir! Das ist so, wie heißt das? Nicht Neonlicht. Schwarzlicht. Behind you. Da ist gar nichts hinter mir. Ich hasse diese Behind you Sachen. Da war noch nie was hinter einem. Ist, glaube ich, auch derselbe Hase aus, wie hieß das nochmal? God's Basement. Da gab es auch diesen Hasi. Okay, gucken wir erstmal hier. Collins DR. Collins Drive. Gehen wir zum Collins Drive. Harvard, Collins Drive, Harvard Drive, Ende. Universal Road. Und auf einmal ist alles so groß. Hier ist wieder dieses Tor. Warte mal, hier rechts war noch was? Bobby hier. Hier lives Bobby. Hier lebt Bobby. Life. Das Leben. Oder das Ende. Beende das Leben. Die Zeit ist vorbei. Da steht einer.
Guck mich nicht so an. Mr. Johnson. Ich werde nicht lügen. Hallo. Also nicht das Mädel aus, You belong now to us? We try oder end? Okay, sie durfte uns nicht fangen. Ich lasse jetzt einfach mal zu mir kommen. Sie ist ja recht langsam. Und dann rennen wir mal nach hinten. Ich habe mir bestimmt genug Zeit, den Schlüssel zu nehmen. Jawohl. Und wieder raus. Ah, du kleine Maus, du. Dann haben wir es dann doch mal geschafft. Das Leben. Können wir ins Leben rein wieder? Ansonsten war hier nichts. Die Straße, die Schule. Und in einem Klassenzimmer haben wir das gefunden. Jetzt haben wir einen Schlüssel. Aber zwei potenzielle... Ich speichere mal nochmal. Zwei potenzielle Tore, die wir öffnen können. Ja, boom. Und wieder weg. Hier war eins. Decide. Ich versuche aber erstmal das da. Können wir vielleicht beide öffnen? Jetzt werden wir es niemals herausfinden, ob wir uns entscheiden mussten zwischen diesen Toren oder ob wir sowieso hier lang müssen. Und schon steht die Welt wieder Kopf. Sie kennen das. Da will man nur aufs Klo gehen und dann fällt einem die Scheiße einfach wieder entgegen. Und was ist da schon wieder bunteres, heiteres? Speichern. Was bist du denn? Es frisst. Oder es haut sich irgendwas ins Gesicht. Keine Ahnung. Oh, hi. Da bist du ja wieder. Ich hab dir vermisst. Mich anscheinend nicht so. Der alte Trick, ey. Diesmal nicht ganz so schreckhaft. Come see me. Komm und sieh mich an. Der Schlüssel. Liebe mich. Sie ist gefangen. Und Hasi ist da. Können wir dich nicht freilassen? Okay, also was ich jetzt schon sehe, die haben auf jeden Fall viele Assets genommen, die so fertig waren. Ich weiß nicht, ob das ein Unity-Spiel ist. Oder Unreal Engine. Was auch immer. Sie haben viel kopiert. Was aber erstmal gar nicht so schlecht ist, solange das Spiel geil gemacht ist. Ich muss sagen, dieser Part gefällt mir bisher richtig gut. Auch wenn ich ein bisschen suchen muss, die Atmosphäre stimmt irgendwie. Auch wenn alles irgendwie so ein bisschen zusammengeklaut ist und keinen Sinn ergibt. Es wollen einfach nur Brainfucks erzeugen. Aber das ist okay. Das ist okay. Ich habe wirklich Angst.
Ich fühle mich unwohl in dieser Gegend. Das soll so ein Spiel doch erreichen. Decide. Home. Trophäe erhalten. Sorry. Jay. Nach Hause gehen oder Jay? Okay, das ist wahrscheinlich die große Entscheidung. Ich entscheide mich für Jay. Wir gehen nicht nach Hause. Wir gehen zu Jay. Ob das jetzt so gut ist? Keine Ahnung. Jay hat auf jeden Fall eine starke Regelblutung. Ansehen. Hier? Ganz tief im Berg. Bestes Krankenhaus ever. Okay, der Berg kann natürlich mit seinen verwinkelten Gassen hier und Räumen auch für unsere Seele stehen irgendwie. Ja, auch manchmal so tief wie ein Berg ist. Hallo? Wie die Sonne aufgeht. Also Berge können sie. Das war's. Ein bisschen abruptes Ende. Ich fand's wirklich nicht schlecht. Eine Sache will ich gleich noch testen. Und zwar, wir haben ja einen Save Point. Ich guck mal, ob wir laden können. Und ob wir vielleicht noch das alternative Ende machen. Wahrscheinlich muss ich dann nochmal gegen die Olle kämpfen. Ich versuch das mal. Der letzte Ladepunkt, um zu sehen, wenn wir nach Hause gehen und nicht quasi zu Jay gehen. Also irgendwas mit unserem Sohn. Wir sind irgendwie, das ist okay, warte mal, der Sohn war ja in der Schule und das heißt immer, lieb mich. Anscheinend haben wir Liebe zu unserem Sohn irgendwie. Die war halt nicht mehr da oder so. Wir mussten uns zum Schluss entscheiden. Deutet ich das richtig? Okay. Ich muss nochmal den Schlüssel holen und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, diesmal entscheiden wir uns für Home. Wir gehen nach Hause. Da ist einfach der Ausgang. Wir haben uns nicht für unseren Sohn entschieden. Vermutlich ist unser Sohn. Exit. Selfish. Okay, wow. Was für ein alternatives Ende. Bin ich froh, dass wir das gemacht haben. Okay. Es ist sehr billig gemacht, finde ich. Also,
der Grundton ist billig gemacht, aber das heißt nicht, dass man daraus nicht ein gutes Spiel machen kann. Ich finde, sie haben gerade im Mittelteil, in diesen Gängen, haben sie sehr viel rausgeholt aus diesen Standard-Assets und den Sachen, die man eigentlich schon so kennt. Für ein PlayStation-Spiel ist es, glaube ich, ein bisschen unerwartet. Man hätte, glaube ich, ein bisschen mehr erwartet, vor allem für den Preis von, ich glaube, 18 Euro. Ist schon ein bisschen viel. Ich glaube, auf dem PC hätte das ungefähr die Hälfte gekostet. Und es ist okay. Es war okay. Ich fand es ganz cool. Falls es euch gefällt, der Link ist in der Videobeschreibung. Ihr könnt selber spielen. Vielleicht gibt es noch mehr zu erfahren. Zur Story. Es geht halt eindeutig um seinen Sohn. Weil es heißt ja schon Son. Es heißt zwar eigentlich South of Nowhere. Quasi am Arsch der Welt. Aber ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum, was da jetzt passiert ist zwischen uns und unserem Sohn. Haben wir uns auseinandergelebt? Hatten wir eine schwierige Zeit? Haben wir wirklich Leute ermordet? Hatten wir eine Schuld? Haben wir uns nicht um ihn gekümmert? Hat er vielleicht daraufhin Selbstmord begangen oder sowas? Und sind wir schuld an seinem Tod? Haben uns dann selber umgebracht? Deswegen die zwei Leichen am Anfang. Einen im Haus und das daneben. Vielleicht spiele ich es nochmal und überlege es nochmal, was es sein könnte. Ihr könnt gerne mir auch eure Erfahrungen schreiben, falls ihr noch irgendwas Tolles entdeckt habt, falls ihr das Spiel selber gespielt habt oder vielleicht im Video gesehen habt, was ich übersehen habe. Es würde mich freuen. Und ansonsten sehen wir uns zum nächsten Indie-Horror-Einteiler wieder. Denn das war ein Einteiler. Ein Indie-Horror-Einteiler. Haut rein, Leute. Ciao.